Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Tja, und ich habe den Kampf nochmal fortgeführt. Wir haben mittlerweile eine bessere Ausgangsposition und sind wieder dabei. Deine Untaten haben zahllose Menschen das Leben gekostet. Es wird Zeit, dass du für deine Verbrechen bezahlst. Let's put an end to this madness. Peace will be restored. With iron and blood, since circumstances require this. Ja, das kennen wir schon. So, Hargulka, es sieht tatsächlich noch immer nicht so gut aus. Er hat wirklich richtig reingehauen. Amiri hat er sofort erwischt. Aber trotzdem habe ich die große Hoffnung, Säure. Und wir könnten theoretisch auch nochmal den Feuerball benutzen. Gebrechen behandeln nicht. Stopp. Du greifst den bitte einfach so an. Au, das war's mit Ulrich. Immer noch saustark. Na, verdammt nochmal. Jetzt komm, macht ihn bitte den Gar aus. Ich meine, ich könnte mit Valerie jetzt nochmal den schweren Heiltrank benutzen, den wir eben nicht mehr nutzen konnten. Haben wir ja einen davon. Geben wir ihr mal. Nicht ihr. Valerie. So rum. Hoffentlich kann sie den auch noch schlucken. Dann kann sie nämlich noch ein bisschen stehen bleiben. Jawohl. Und er ist tot. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Tja, das Ende von Hargulka und dem Trollkönigreich. Was hat er dabei? Einen eisernen Zwergenschlüssel und... Oh, einen schweren Streitkolben. Und er hat einen Gürtel mit dabei. Ein paar Zauber. Jasper. Tartuk hat wieder Sachen mit dabei gehabt. Er hat auch einen Zwergenschlüssel gehabt. Und natürlich einen Helm, einen Ring und noch einen Ring. Sag ich nicht nein. Und das Ding da? Erstmal schauen wir uns jetzt an, was wir bekommen haben. So, Waffen. Das Ding hier ist ein Zepter der Klage. Schwerer Streitkolben. +6 führt 2d6 Schaden statt 1d8 zu und sorgt dafür, dass der Träger sich bewegt, als stünde er dauerhaft unter dem Bewegungsfreiheitszauber. Gar nicht mal so schlecht. Macht auch deutlich mehr Schaden als das Ding, das wir aktuell haben. Ist ein Einhandstreitkolben wirklich? Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Dann könnten wir ja theoretisch noch ein Schild dazu tragen. Und wir haben ja hier noch ein Schild. Leichter Schild +2. Hm. 2 Rüstung, 3 Rüstung. Tja, wisst ihr was? Dann sind wir jetzt eben wieder mit Schwert und mit Streitkolben. Du kannst den auch richtig in die Hand nehmen, ne? Du musst ihn nicht schweben lassen. Dann sind wir jetzt halt eben wieder mit Schild und Streitkolben ausgerüstet. Sag ich auch nicht nein zu. Zumindest vorerst, weil es ist ja deutlich die bessere Waffe als das, was wir hier hatten. Das Ding macht 2-11 Schaden. Ist natürlich beidhändig. Zepter der Klage 5-15. Es ist einfach nochmal... Wir könnten mal gerade gucken, wie sich das auswirkt. 12, 8-18 Schaden. 6-15 Schaden. Und er bekommt Bewegungsfreiheit permanent. Ja, dann nehme ich doch das. Da sage ich nicht nein. So, rüstungsmäßig hatten wir, glaube ich, nichts bekommen, aber wir hatten bekommen hier. Stirnreif des verführerischen Charismas. Oh. Das war genau das Richtige für unsere Valerie, ne? Sie steht doch voll auf Charisma. Persönlichkeit, Anziehungskraft, Führungsqualitäten und Aussehen eines Charakters. Für Paladine, Hexenmeister und Barden. Auch für Kleriker ist es bedeutsam, da es ihre Fähigkeiten beeinflusst, Energie zu fokussieren. Andere zu beeinflussen. Tja, normalerweise wäre das für einen Ulrich, aber er hat schon dieses Weisheit-Ding. Und wichtigstes Attribut für Kleriker und Druiden, aber auch für Mönche und Waldläufer ist sie von großer Bedeutung. Okay, ich muss mal überlegen, wie wir das machen am Ende. So, der Gürtel, den wir gefunden haben, Körperkraft +4. Oh ja. +4. +4 auf Stärke und Konstitution. Meine Güte, sie ist jetzt gerade wirklich unsere unsere Schadensqueen, die einfach draufhaut wie nichts Gutes. Gucken wir gerade mal unten. 15-26, 14-25, jawohl. Also das heißt, sie hält mehr aus, weil sie mehr Lebenspunkte hat, aber sie kann halt auch ordentlich draufklöppeln. Schutzring +2. Sie hat aktuell einen Schutzring +1, glaube ich. Vielleicht hilft er ja noch ein bisschen dabei, sie länger stehen zu lassen. Und der Ring des Glücks. Haben wir schon einen und wir könnten Valerie noch einen geben, oder? Ja. Passt.
unglaubliche Geschicklichkeit, das wollten wir ja Lindsay an die Hand drücken. Und den Gürtel der normalen Körperkraft, da warten wir vielleicht. Was hat sie denn aktuell? Große Konstitution. Ja, das ist, glaube ich, besser, wenn wir das so machen. Ja, dann hat sie nämlich auch nochmal einen Plus auf Stärke. Und den Gürtel der großen Konstitution, den können wir dann auch wieder irgendwem in die Hand drücken, der es vielleicht besser brauchen kann. Schutzring plus 2, sie hat einen Schutzring plus 1. Ja, den verwahren wir uns auch für entweder Tristian oder Lindsay. Wunderschön. Mittlerweile sind unsere Leute wirklich gut ausgerüstet. Muss man mal neidlos anerkennen. Ein alter Schmelzofen. Ah, Moment. Ein alter Schmelzofen. Ob er noch funktioniert? Harim traut seinen Augen nicht, also tritt er an den Schmelzofen heran, um ihn vorsichtig zu berühren. Dabei kommen feurige Funken seinem Bart gefährlich nahe. Er ist wunderschön, sagt der Zwerg mit einem glücklichen Lächeln. Regt euch nicht auf, alles halb so schlimm, der Schmelzofen funktioniert noch, was sagt ihr jetzt? Ohne Angst vor dessen Hitze streicht Harim sanft über den Schmelzofen. Einst träumte ich davon, an einem solchen Schmelzofen zu arbeiten. Ich schwor bei Thorak, dass ich hunderte von Rüstungen schmieden würde, dass mein Hammer unermüdlich sein würde. Oh, das ist so lange her. Schließlich wendet er seinen Blick vom Feuer ab und sieht dich an. Die bloße Existenz dieses Schmelzofens ist seltsam und unnatürlich. Wir sind von so viel Leid und Schmerz umgeben, aber hier? Hoffnung? Harim schüttelt verneinend den Kopf. Das ist nicht gut. Das ist einfach falsch. Harim wendet sich um und starrt den Schmelzofen mit hasserfüllten Augen an. Seine Hände ballen sich zu Fäusten. Krötos, gib mir Kraft. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Der Zwerg schlägt mit seiner Faust gegen das Fundament des Schmelzofens. Ja, wie wir vermutet hatten, ne? Harim ist, glaube ich, einfach nur sauer darauf, dass er nicht so geschickt war im Schmieden von Rüstungen und will halt jetzt auch nichts mehr zu sehen. Also er will überhaupt keine Hoffnung mehr sehen, gar nichts mehr. Er will den Untergang. Ohne Wenn und Aber, ohne jeden Kompromiss. Da war doch gerade noch Text. Das Licht wird für einen Moment schwächer. Ein dumpfes Grollen scheint aus dem Fundament des Schmelzofens aufzusteigen. Das Geräusch schwillt langsam zu einem ohrenbetäubenden Dröhnen an, das den gesamten Raum ausfüllt. Du könntest schwören, das wahnsinnige Gelächter von Krötos aus dem Lärm herauszuhören. Oder ist das Harims Gelächter? Der Schmelzofen zittert und bricht dann unvermittelt auseinander, als wolle er sich möglichst schnell an den Zustand der übrigen Festung anpassen. Octavia rollt mit den Augen und legt ihre Zeigefinger an die Schläfe. Das war unglaublich. Wann habt ihr gelernt, mit bloßen Händen Gusseisen zu zerstören? Ihr seid wirklich stark. Warum habt ihr diesen Schmelzofen zerstört? Ist Krötos neuerdings ein Gott der Zerstörung? Ich dachte immer, Krötos zerstört nicht, sondern wartet geduldig auf das Ende aller Dinge auf dieser Welt. Bei allen, wie könnt ihr ständig an der überbordenden Macht von Krötos zweifeln? Bei diesen Worten steigt ihm die Zornesröte ins Gesicht und seine Augen scheinen aus ihren Höhlen zu treten. Wie könnt ihr ihn bei jeder Gelegenheit verurteilen? Ihr seid ein Ketzer! Voller Zorn hebt er die Hand, um dich anzugreifen, wendet sich aber im letzten Moment ab und schlägt stattdessen gegen das Fundament des zerstörten Schmelzofens. Einige Augenblicke später kommt Harim wieder zur Vernunft. Vergebt mir, Ulrik. Manchmal vergesse ich, wie schwierig es ist, den Weg von Krötos zu folgen. Ich darf mich nicht über Ungläubige ärgern. Ich muss sie dazu bringen, aus freien Stücken dem einen wahren Gott zu folgen. Harims zweiter Schlag zerschmettert das Fundament des Schmelzofens. Etwas unter den Bruchstücken erregt deine Aufmerksamkeit. Ein seltsamer roter Stein, der ganz offensichtlich magischen Ursprungs ist. Er gibt Hitze ab und strahlt in allen Feuertönen. Der Priester hebt den schimmernden Juwel vom Boden auf und betrachtet ihn misstrauisch. Er holt aus, um den Juwel an die Wand zu schleudern, aber irgendetwas lässt ihn zögern. Die roten Reflexionen tanzen auf seinem Gesicht. Was ist los? Ich weiß nicht, aber ich spüre Thoraks Macht in ihm. Vielleicht hat ihn der Erbauer des Ambosses hineingelegt, oder? Nein, Unsinn, das kann nicht sein. Juwelen erscheinen nicht aus dem Nichts.
Aber andererseits kann Metall auch nicht mit bloßen Händen zerbrechen, oder? Ich weiß es nicht, Ulrich, ich weiß es nicht. Gib mir den Juwel. Harim überreicht dir den Juwel. Hier, macht damit, was ihr wollt. Ihr könnt ihn verkaufen, wegwerfen oder als Andenken behalten. Wenn das Thoraks Abschiedsgeschenk ist, kann ich gut darauf verzichten. Harim wischt sich die Tränen aus den Augen. Ich hätte nicht herkommen sollen. Was hatte ich zu finden erwartet, außer Verfall, Staub und Asche? Verzeiht mir, Ulrich. Danke, dass ihr meiner Bitte entsprochen und mich hierher gebracht habt, aber jetzt wäre ich gerne allein. Ja, wir können gleich wieder allein sein, beziehungsweise du kannst gleich wieder allein sein, wenn wir aus dieser Festung hier heraus sind. Wir haben den Zwergenvorposten gefunden. Ja, wir könnten jetzt Jubilust darüber informieren. Die offene Rechnung, Ekuns Quest haben wir ja gelöst. 10, achso, das haben wir noch nicht gemacht. Die Quest von Harim haben wir jetzt auch gelöst. Ja, sehr gut. Gefällt mir gut. So, aber wir haben bestimmt noch einiges zu plündern hier oben, ne? Da gibt es ja noch einiges zu entdecken. Oh, guck mal da. Der Trollthron. Der Anführer der Trolle hält sich für einen echten König. Sogar einen Thron hat er sich gebaut. Ich glaub's ja wohl. Armschienen, noch ein Schlüssel und eine rußgeschwärzte Zange. Nicht schlecht. Trolle benutzen nur selten Flaggen. Ihr Anführer muss für Trollverhältnisse ein Genie sein. Ich glaube, mit den Schlüsseln kommen wir jetzt auch unten in diese anderen beiden Türen rein, die wir da vorher noch gesehen hatten. Das können wir dann gleich mal ausprobieren, denn noch sind wir ja nicht durch hier. Wir haben auch noch das Gerätsel mit den Sonnenscheiben da oben oder mit den diesen komischen... Ah, noch zwei Truhen. Truhen! Geld! Ja, und dann wartet auf uns eine lange Rückreise zurück ins Königreich mit einem kurzen Zwischenstopp bei der Nixe, der wir vielleicht noch sagen sollten, dass wir ihre Federtoken haben. Hier unten war ja nichts mehr, ne? Da war noch eine Tür. Die wir jetzt öffnen können. Sehr schön. Gibt es da noch ein paar Resttrolle, die wir beseitigen könnten? I won't be halted. I did as you asked. Nur ein paar verstreute Schatztruhen und jede Menge Feuer hier unten. Ich frage mich auch gerade, hier müsste jede Menge Rauch sein eigentlich. Also so viel Feuer, wie die hier schon gemacht haben. Hier führt es... Achso, das war der Gang, den wir vorher nicht betreten konnten, weil da die Tür verschlossen war. Genau. Die Tür kriegen wir jetzt auf, genauso wie die Tür hier drüben. Und da ist noch ein Fass mit einem Thorak-Anhänger. Meine Güte, da haben wir auch schon so viele gefunden mittlerweile. Oh! Ja, noch ein paar Edelsteinchen und eine Falle an der Truhe. Ja, ein Plattenpanzer. Oh, schwere Rüstung. Sehr schön. Langschwert, ich glaube, den nehme ich mal mit. Genauso wie das Ding hier. Und das sind alles Meisterarbeiten. Die kann man gut verkaufen. Kommen mit. Alles in die Tasche. Alles geplündert. Dankeschön. Das wird wieder eine Aufräumorgie, wenn wir wieder daheim sind. Dann werde ich wahrscheinlich wieder zwischen den Folgen machen, dass ich dann einmal unsere Tasche aufräume und mal wieder alles richtig einordne. Oh, ein schwerer rußgeschwärzter Hammer. Meine Güte, was finden wir denn hier alles? Was ist das für ein schwerer Streitkolben? Es ist der schwere Blitzeis-Streitkolben plus eins. Einhändig, das ist doch bestimmt schon wieder was für Ulrich, oder? 4 bis 21, 1d8 Wucht. Plus 1 Verbesserung, plus 1d6 Kälte, plus 1d6 Elektrizität. Uiuiuiui. Dum, dum, dum. Okay, ich sag dazu nichts mehr. 5 bis 12, 8 bis 18. Ja, es macht natürlich ein bisschen weniger Grundschaden und der hat auch eine höhere Angriffswertung. Allerdings macht er halt noch zweimal Elementarschaden. Und Elementarschaden ist essentiell, wenn ich das mal so berichten darf, denn der Elementarschaden sorgt eben auch bei Gegnern, die wir normalerweise nicht verletzen könnten mit Standardangriffen dafür, dass wir sie verletzen können. Deswegen würde ich dann schon eher auf Elementarschaden setzen, statt auf normalen Schaden. Den machen wir ja mehr als genug mit Amiri, mit Valerie, mit den ganzen anderen Leuten, die wir dabei haben. Aber bei so Leuten wie dem Burggrafen Smoldeburn, da hilft halt nur der Elementarschaden, weil er gegen alles andere weitgehend immun ist, leider. Und mehr zum Plündern gibt's hier nicht. Doch, da ist noch Geld. Und das war's dann auch. So. Dann gucken wir jetzt nochmal oben um, beziehungsweise wir gucken uns nochmal oben um nach den beiden
Scheiben, die wir drehen können. Oh, du kannst für jede Region einen Entwicklungspfad festlegen, zum Beispiel, dass daraus ein religiöses Zentrum wird. Das konnte ich noch lesen. So, das hier ist die Mondscheibe. Die steht auf der Sonne, Mond. Mond war dieses Symbol. Das von den Langebuchs, wenn ich mich richtig erinnere. Und Sonne war Blitz. Dann müssen wir jetzt nur einmal ganz rüberlaufen. Oh Gott. Ja gut, wir machen uns mal auf den Weg. Auf die andere Seite. Und hier ist dann, da haben wir nämlich jetzt das Langebuchzeichen. Dann ist hier der Blitz. Und dann müssten wir irgendwas ausgelöst haben, was irgendwas auslöst. Hoffentlich. Mondscheibe, Sonnenscheibe, genau. Also zumindest, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich hätte natürlich unten nochmal gucken können, wie genau das aussah, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Wäre ja auch zu einfach gewesen, sodass ich gleich wahrscheinlich nochmal komplett rumlaufen muss. Wäre es vielleicht kürzer gewesen, wenn wir unten rumgelaufen wären? Kann auch sein. So. Einmal kurz durchgestreckt. Das ist, ich habe in letzter Zeit so lange Aufnahmesessions von Pathfinder Kingmaker, das ist, normalerweise mache ich das nicht. Also normalerweise habe ich es immer so gemacht, dass ich so ein Stündchen am Stück aufnehme, weil ich dann auch so langsam die Konzentration verliere. Es ist immer was anderes, wenn man während dem Spiel noch dazu quatscht. Und ich quatsche ja nur wirklich ein bisschen wirre drauf los, wenn es sein muss. Und in dem Fall ist es natürlich auch eine Sache, es macht mir natürlich auch Spaß und deswegen quatsch ich auch so viel, sonst würde ich einfach nur still hier sitzen, das Ganze aufnehmen und gar nichts kommentieren. Aber nach einer Stunde oder so wird dann erstens die Stimme ein bisschen seltsam und ja, man ist auch ein bisschen durch. Allerdings Blitz. Oder war es genau andersrum? Sag mir nicht, es war genau andersrum. Ich gehe nochmal ganz kurz runter. Ich will mir nur mal auf der Karte oder, ja, wir können das ja, glaube ich, auch von der Entfernung aus sehen, wie genau die hingestellt werden müssen. Ja, was ich sagen wollte, normalerweise ein Stündchen, das ist dann auch okay, dann mache ich mein Päuschen und dann nehme ich weiter auf. Einfach, damit ich nicht mich immer wieder verhasple beim Reden, was mir halt relativ häufig passiert leider, wenn ich dann ein bisschen unkonzentriert werde. Und bei Pathfinder Kingmaker ist es jetzt in letzter Zeit so, dass ich da regelmäßig 6 Stunden Aufnahmesessions habe, die ein bisschen übertrieben sind. Sonne hat Blitz, Mond hat... Ist doch richtig. Fehlt denn da noch irgendwas? Irgendwas, was ich nicht bedacht habe? Mond hat links dieses Zeichen, Sonne hat rechts dieses Zeichen. Eigentlich müsste das komplett korrekt sein. Ist es aber offensichtlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt nochmal rauf und gucken uns das Ganze nochmal an. Plündern müssen wir hier nichts mehr. Nee, können wir weitergehen. Ja, Pathfinder Kingmaker ist in letzter Zeit fasziniert es mich ungemein. Ich hatte ja eine kleine Aufnahmepause gemacht von so ungefähr 2 Wochen, um den Leuten eben die Möglichkeit zu geben, auch ein paar Patches nachzuliefern, was sie ja dann auch getan haben. Und jetzt komme ich nicht mehr davon los. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite 3 oder 4 Stunden Aufnahmesession, die ich am Stück mache mit Pathfinder Kingmaker. Puh. So, kann ich denn irgendwie die Zeichen da unten verändern? Nein, kann ich nicht. Muss ich irgendwas anderes drücken? Kann ich auch nicht. Ist da? Die Trolle haben ihre Wut auf Zwerge an deren Bauwerken ausgelassen. Ja, ohne jeden Zweifel. Da unten komme ich auch nirgendwo hin, ne? Muss ich denn irgendwas ziehen oder irgendwas betätigen oder irgendwas, Ich meine, die Scheibe haben wir jetzt korrekt eingesetzt. Und die andere Scheibe ist eigentlich auch jetzt korrekt eingesetzt, so wie sie zumindest... Guck mal, die deutet in diese Richtung. Mond. Oder vielleicht verstehe ich das Rätsel an sich nicht. Kann natürlich auch sein. Aber in dem Fall müsste ich dann jetzt auch einfach gestehen, wenn ich das Rätsel nicht verstehe oder nicht darauf komme, dann kommt auch der gute Ulrik nicht darauf. Das heißt, wir machen uns wieder auf den Rückweg. Auch wenn wir da wahrscheinlich noch irgendwas ganz Tolles gefunden hätten. Aber könnt ihr ja selbst spielen. Wenn ihr hier seid, dann könnt ihr das Rätsel lösen.
dann findet ihr ganz wundervolle Sachen. Ich wüsste zumindest jetzt nicht, was wir da noch ändern sollten. Weil ziehen konnte ich nichts. Oder vielleicht hat es auch unten was damit zu tun und wir mussten das unten betätigen, aber das ist dann wieder so ein ewiges Hin- und Hergelaufe, was leider sehr lange dauert, da wir hier eben nicht schnell hin- und her rennen können. Das würde ich euch dann tatsächlich ersparen. Vielleicht mache ich das auch nochmal zwischen den Folgen, dass wenn wir nochmal hier sind, was ich jetzt zwar nicht glaube, akut, aber Mist, jetzt bin ich unentschlossen. So. Nagrundi. Da hat er einen Namen, das habe ich gar nicht gemerkt. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich laufe jetzt nochmal ganz wild durch die Gegend. Das wird leider ein bisschen länger dauern. Aber ich möchte jetzt das Rätsel doch lösen, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass wir hier irgendwas unkomplettiert zurücklassen. Mache aber hier einen kurzen Cut und ich melde mich gleich wieder, wenn ich rausgefunden habe, was ich wo ziehen muss. Und werde das dann auch nochmal erklären, damit ihr dann im Zweifel auch wisst, wie man das Rätsel löst, falls ihr das wissen wollt. Also wenn ihr nicht wissen wollt, wie das Rätsel gelöst wird, dann solltet ihr an dieser Stelle die Folge ausmachen. Wenn ihr aber wissen wollt, wie das Rätsel gelöst wird, dann sehen wir uns in 2 Sekunden wieder. Bis gleich. Ja, so schnell kann es dann gehen. Jetzt bin ich nochmal hier runtergelaufen, um einfach zu gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwelche Hebel ziehen kann oder irgendwas betätigen kann. Und dabei ist mir aufgefallen, dass hier jetzt plötzlich eine Truhe unter dem Boden aufgegangen ist oder zumindest dieser Schacht hier aufgegangen ist. Ich vermute mal, das ist die Belohnung dafür, dass wir das Rätsel gelöst haben. Machen wir es mal auf. Heiliger! Mal eben 2000 Goldmünzen und eine Ritterrüstung. Schwere Rüstung, Ritterrüstung. Wow. 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 Wieso kann die von diesem Charakter nicht getragen werden? Was muss ich denn tun, um dieses Ding zu tragen? Schwere Rüstung, Ritterrüstung, gesegneter Pfad. Ah. +2 Charisma, +2 Weisheit. Ritterrüstung +2 kann nur von guten Charakteren ausgerüstet werden, gewährt dem Träger abgesehen vom Rüstungsboni auch einen Verbesserungsbonus von +2 auf Weisheit und Charisma und einen heiligen Bonus. Heilige erlaubt es, wenn sie von einem Paladin ausgerüstet wird, zudem eine zweite... Oh. Ja, er könnte sie tragen, oder? Aber er ist nicht gut, nein, er ist codig neutral. Mist, wir haben keinen einzigen guten Charakter, der mit sie ist auch rechtschaffend neutral. Neutral, 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 gut, gut. Ja, sie könnte es tragen, wenn sie es tragen könnte und er könnte es tragen, wenn er es denn tragen könnte. Kann aber nicht. Super. Muss man gerade gucken, wie der Plattenpanzer aussieht. Naja, ist halt eine Ritterrüstung ohne die Armschoner da an der Seite. Diese Rüstung, uiuiui, vielleicht wird der gute Ulrika nochmal gut. Es ist nicht ausgeschlossen, ne? Es ist nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann doch nochmal passieren könnte. Na gut, aber dann haben wir hier auch den Schatz gefunden und damit haben wir, glaube ich, jetzt auch alles abgeschlossen, was wir hier... Boah, ich will diese Ritterrüstung tragen. Meine Güte. Ja, dann haben wir alles abgeschlossen, was wir hier unten tun konnten. Wir haben die Zwergenfestung hinter uns gelassen. Wir haben Rache für Ekundayo und seine Familie gefunden. Wir haben... Ja, Harim darauf hingewiesen, was mit seinem Volk passiert ist und ihm die Ruinen gezeigt. Ich bin gerade nochmal, was ich noch nicht gemacht habe, war mir den Kristall oder das Ding anzugucken, was er uns gegeben hat, ne? Herz des Ambosses, ein geheimnisvoller magischer Juwel. Er lag zwischen den Bruchstücken des Zwergenambosses, den Harim zerstört hat. Den würde ich erstmal noch nicht verkaufen. Den würde ich noch nicht verkaufen, denn man weiß ja nicht, ob sich da noch irgendwas mit ergibt. Vielleicht gibt es ja noch eine ganz persönliche Geschichte von Harim, die dahinter steckt und für die wir dieses Herz brauchen. Na gut, dann können wir uns jetzt getrost auf den Rückweg machen. Das freut mich doch sehr. Auch wenn es echt cool war, jetzt mal so eine richtig schöne Festung hier zu erkunden. Ach, das ist einfach das Herz, von dem solche Spiele leben. Also natürlich Geschichten und Königreiche und alles super. Aber letztlich ist das, wo mir immer das Herz auch aufgeht und was mich dann nochmal riesig freut, ist dann auch die Tatsache, wenn man so das Gefühl hat, so diese alten Dungeon-Runden mit der Gruppe in den Kerkern und Katakomben rumgehen, Trolle besiegen, Schätze finden. Das sind eben diese alten Abenteuer, von denen man ja immer, ja, an die man immer noch zurückdenkt in Wehmut, die alten Pen-and-Paper-Runden. Oder eben auch die ganz alten Rollenspiele, die man damals gespielt hat, wie zum Beispiel unter anderem auch Baldur's Gate, was ja im Grunde der Vorläufer all dieser Rollenspiele war, die jetzt so in diesem Stil rauskommen, eben die CRPGs. Deswegen berufen sie sich auch immer alle auf im Stile von Baldur's Gate.
Übrigens Baldur's Gate, auch noch ein Spiel, das wir definitiv mal auf dem Kanal hier rausbringen könnten. Wäre dann aber wahrscheinlich eher was für den, also mittlerweile, eher was für den Retro-Sendeplatz. Könnte ich mir nochmal überlegen. Also wäre auch nochmal eine Überlegung wert, das mal zu machen, einfach mal um zu gucken, wie war denn damals so der erste, das erste von diesen Rollenspielen dieser Art. Gut, raus aus der Festung. Mal gucken, was uns draußen noch erwartet, falls uns draußen noch was erwartet. Wir sind schwer belastet und können jetzt endlich zurück zum Königreich, können dort mit der Mutter unter anderem nochmal reden, die ja ihren Jungen vermisst. Da scheint ja alles nicht so ganz geheuer gewesen zu sein. Können endlich die Waldarbeiter befreien, die mittlerweile seit mehr als 6 Monaten wahrscheinlich da unten in der Gefangenschaft der Nixe sind. Oh, und es ist hell draußen. Ist das schön. Und wir können wieder Aufträge im Königreich verteilen. Ich hoffe, unser Königreich ist zwischenzeitlich nicht untergegangen, sondern wurde gut verwaltet von... Ja, aber die Leute... Ja gut, Tristrian ist daheim, ne? Die Leute, die jetzt bei uns sind, wie Valerie, die konnte ja wahrscheinlich keine Entscheidungen treffen. Oder Amiri und... Ich glaube, das war es auch. Sonst hatten wir da keinen. Könnten wir Ekundayo vielleicht als Kämmerer einsetzen oder als irgendwer anders? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Also ich meine, wir könnten ihn ja mit Sicherheit jetzt als Berater einstellen. So, Gebiet verlassen. Dann sage ich an dieser Stelle aber auch schon mal Adieu. Wo geht's denn hier lang? Moment mal. Hier komme ich nicht hoch, ne? Nee, nein, 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 nein. Das war ein Trugschluss, ein Trugschluss. Da liegt er noch. Ich höre Donner. Ja, es kommt auch wieder ein Unwetter, ich sehe es schon. Bitte schnell aus der Karte raus, bevor das Unwetter hier richtig zuschlägt. Hilfe, es kommt Gewitter. Immer wenn ich draußen bin, kommt hier Gewitter und die Bäume. Oh Gott, bitte schnell weg. Nein. Schnell weg, 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 weg. Geh doch endlich. Geh doch. Meine Güte. Oh. Zwerg, bitte. Endlich. Gehen. Entschuldigung. Es ist, passiert immer mal wieder. So, wir sind wieder raus. Wir haben das Unwetter umschifft. Deine Charaktere können nicht in schwerer Rüstung schlafen. Das macht Angriffe auf dein Lager besonders gefährlich. Ach so, stimmt, die müssen die Rüstung dann ausziehen, wenn sie schwere Rüstung haben. Mit dem Troll-Menace ended, all our woes were in the past, and there was nothing left endangering our young barony. As if the true hardships were yet to come. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass da noch was kommen wird. Tja, aber wir haben die Troll-Invasion gestoppt. Meine Güte, das war jetzt aber eine ziemliche, das war jetzt wirklich mal so eine richtige Kampagnenreise, ne? Wie man sie vielleicht von Pen-and-Paper-Abenteuern kennt. Es gibt ja immer so diese Einzelabenteuer, die wir so in den kleinen Ecken hier erlebt haben, wie auf dem kahlen Hügel oder im Alt-Ahorn und so weiter. Und das hier war jetzt eine richtige Kampagne mit ganz vielen Szenarien, Orten, die wir besucht haben, die zusammenhingen, Charaktere, die wir getroffen haben, bis wir schließlich hier unten waren und das Problem gelöst haben. Und jetzt können wir zurück und unsere verdiente Belohnung abholen. Ja, großartig. Gut, ich mache aber trotzdem hier erstmal ein kleines Folgenpäuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin, fürs Mitmachen bei der Trollwildnis und beim Aufhalten der Trollinvasion. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal bis gleich. Tschüss.